war zäh, muss man sagen. KSC hatte eine ganz gute Anfangsphase, die wir dann Gott sei Dank überstanden haben. Dann besser ins Spiel gekommen sind, das eine oder andere Mal auch gefährlich nach vorne gekommen sind. Aber nach dem 1860-Spiel, wo wir verloren haben, wollten wir wieder Konstanz reinbringen. Wir wollten wieder sicher stehen und das haben wir heute sehr, sehr gut gemacht. Die Jungs haben sehr, sehr gut gearbeitet, haben wenig zugelassen. Und an so einem Tag auswärts beim KSC, die, finde ich, im Moment sehr, sehr gut drauf sind, nehmen wir das Unentschieden dann auch mal mit. Letzte Woche waren wir die dominante Mannschaft, haben sehr gut gespielt, verloren. Heute war nicht so ein guter Tag von uns, aber nichtsdestotrotz finde ich das gut, weil sonst war das ja so, dass wir keinen Punkt genommen haben. Diesmal haben wir wenigstens einen Punkt genommen und standen hinten gut und denke ich mal, das ist wichtig und jeder Punkt zählt natürlich am Ende. Wir wissen ja, was wir können, wir wissen teilweise auch, was wir nicht können. Von beiden haben wir heute ein bisschen was gezeigt und ich gehe davon aus, dass wir mit dem Punkt allerdings sehr, sehr gut leben können. Nach den guten Leistungen der letzten Wochen, vor allem nach der Niederlage, die sehr wehgetan hat, trotz eines guten Spieles, jetzt bei einer Spitzenmannschaft unentschieden zu spielen und dann noch 2-0 zu spielen, war gut, war okay. Die Defensivleistung war größtenteils sehr gut. Auf dem Weg nach vorne haben wir das ein oder andere Ding liegen lassen. Von daher geht dieses 0-0 absolut in Ordnung. Aber ein 0-0 der besseren Art. Wenn man sich so weit zurückzieht und kompakt steht, dann ist das auch nicht so leicht, so viele Situationen nach vorne hin zu kreieren. Und, es waren ein paar da, aber um hier zu gewinnen, muss schon ein bisschen mehr nach vorne gehen. Das wäre heute sicherlich zu viel gewesen. Ja, also war schon schwer nach vorne hin. Oder ich war auch auf mich alleine eingerichtet, aber das wurde auch ein bisschen so angesprochen. Ich meine, ich kenne das ja schon öfters, also ich kann mich ja manchmal auch gut durchsetzen, wie man auch manchmal sieht. Von daher war das heute auch sehr wichtig, dass wir jetzt mal hinten gut stehen, dass wir da keinen kassieren. Und nach vorne geht eigentlich immer was bei uns und heute leider nicht, aber ist ja trotzdem ein Punkt mit. Wir sind schwer reingekommen, das muss man sagen, in die Saison. Haben dann mit der Zeit vor ein paar Wochen so ein bisschen unseren Spielstil gefunden, der uns im Moment am besten liegt. Und das müssen wir jetzt durchziehen und darauf hoffen, dass das uns Erfolge bringt. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir den Weg weitergehen, dann werden wir auch noch mehr Punkte holen und dann werden wir auch so früh wie möglich, was ja auch unser Ziel ist, den Klassenerhalt perfekt machen. Eigentlich ist all das eingetreten, was wir gesagt haben, was wir uns erhofft haben und ein oder andere Highlight ist dazugekommen, weil wir Emotionen freigemacht haben in der ganzen Hinserie, Emotionen positiver Art. Wir haben Niederlagen in einer negativen Phase, Niederlagen, die wir hintereinander erleiden mussten, gut weggesteckt. Die Moral in der Mannschaft ist immer da geblieben. Und vor allen Dingen die Symbiose zwischen Publikum, gerade bei Heimspielen und Mannschaft, ist trotz der schlechten Spiele oder schlechten Punktzahl, die wir zu Hause geholt haben, eine fast ideale geworden. Daran müssen wir weiter arbeiten, sagt man so schön. Wir müssen weiter den Weg gehen, den wir eingeschlagen haben. Die Mannschaft ist genau auf dem richtigen Weg. Und der Tabellenplatz, den wir im Augenblick haben, ist der, den wir uns auch wirklich verdient haben. Und der stimmt mich im Augenblick zufrieden.